Guten Tag, liebe User bei Metropolregion Rhein-Neckar-News. Wir begrüßen Sie recht herzlich vom Pfalzmarkt im vorderpfälzischen Mutterstadt. Landtagsabgeordnete Hannelore Klamm, SPD, begrüßte gleich zwei Europaabgeordnete zu einem Informationsaustausch zwischen der ansässigen Landwirtschaft und den Europaparlamentarierinnen Jutta Steinruck. Sie ist Europaabgeordnete für die Pfalz und zum zweiten Ulrike Rodust, agrarpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Europäischen Parlament. Es war eine intensiv geführte Diskussion, bei denen die vorderpfälzischen Landwirte ihre Anliegen deutlich formulierten und die Europaparlamentarierinnen ihrerseits die europäische Sichtweise darlegten. Wir haben Stimmen für Sie von Ulrike Rodust, Martin Steig und Hannelore Klamm. Wir haben für die neue Periode 2014 bis 2020 eine neue Agrarreform. An dieser neuen Agrarreform arbeiten wir intensiv mit. Und da das Parlament jetzt Mitentscheidung hat, ist es mir persönlich wichtig, dass die Betroffenen, nämlich die Landwirte, ihre Sorgen und Nöte deutlich machen können, damit ich die mit nach Brüssel nehmen kann, um sie dort einzuspeisen. Was wird neu? Was kommt auf die Landwirte zu? Wir werden die Direktzahlung neu organisieren. Aller Voraussicht nach wird es so sein, dass wir von einer Basisprämie 70% reden und 30% der Direktzahlungen werden sogenannte Ökologisierungskomponenten sein. Das ist für die Landwirte in Deutschland kein großes Problem, auch hier nicht, weil das schon alles stattfindet. Wir werden allerdings auch uns darüber unterhalten müssen, ob man noch 7% Ökologiekomponente dazu nehmen wird. Da haben wir alle ein Problem. Das sollen nicht Stilllegungsflächen sein, sondern sollen zum Beispiel Blühstreifen sein, sollen zum Beispiel unterschiedliche Fruchtfolgen sein und so weiter. Also wir werden da noch einen Katalog zusammenstellen müssen, um auch für die hiesigen Landwirte Möglichkeiten zu finden, diese 7% zu erbringen. Einer meiner Ideen ist, dass man zum Beispiel die Flurbereinigung mit hinzunimmt. Aber wir sind da noch so weit, dass wir von Ergebnissen überhaupt nicht reden können, sondern ich sammle im Moment Ideen und Vorstellungen, wie man das erreichen kann. Vielleicht erreichen wir es auch gar nicht und dann werden wir dieses Problem wieder streichen müssen. Es ist ja auf Widerstand gestoßen heute Abend hier, weil wir haben sehr viel Gemüseanbau hier in der Vorderpfalz, auch speziell hier in Mutterstadt, in Maudach, in Ruchheim, hier in Marxdorf, in der ganzen Region. Jetzt geht es darum, die Bauern sagen, wenn sie Fläche abgeben müssen, wie bekommen sie das wieder zurück in Form von Geld, wie kann man das regeln? Jetzt ist die Frage auch aufgetaucht, sollte man Europa mehr in diesen Fragen, was Landwirtschaft anbelangt, regionalisieren, sprich auch, was die klimatischen Bedingungen anbelangt, dass man hier vielleicht mehr Rücksicht nimmt? Also erstmal ist man sich grundsätzlich einig, auch der Deutsche Bauernverband, dass man auf keinen Fall die gemeinsame Agrarpolitik wieder renationalisieren soll. Darüber sind wir uns einig. Wir sind uns einig, dass die Agrarpolitik weiter in Brüssel entschieden werden soll. Aber wir sind uns genauso einig, dass die regionalen Belange entsprechend gefördert werden müssen. Und darum werden wir in der Agrarpolitik dem konventionellen großen Landwirt genauso viele Chancen einräumen wie dem Direktvermarkter oder derjenige, der nur regional arbeiten wird. Wir werden es genau uns angucken müssen, wie wir das hinkriegen. Eine Landwirtschaft, die nur aus Großbetrieben besteht, ist für mich nicht vorstellbar. Aber eine Landwirtschaft, die nur noch kleine Betriebe hat und die Region versorgt, ist überhaupt nicht denkbar. Wir sind schon in der Lage, am Weltmarkt mitzuarbeiten, aber wir dürfen die Region nicht vernachlässigen. Was nehmen Sie jetzt heute Abend speziell mit? Es war ja eine lebhafte Diskussion, es gab viel Beteiligung an der Diskussion. Was nehmen Sie jetzt konkret mit? Was würden Sie jetzt sagen, okay, das habe ich mir notiert, für in Brüssel an den Parlamentarier weiterzugeben? Also wir haben ja heute überwiegend Gemüseanbauer hier im Raum gehabt
Und mir war schon deutlich, dass die auf ihren Flächen relativ wenig in der Lage sind, diese 7% zu erbringen. Ich erwarte allerdings auch von den aktiven Landwirten hier im Bereich, dass sie mir Vorschläge machen, ob man eine Lösung finden kann. Ich habe auf der anderen Seite allerdings auch mitgenommen, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir zum Beispiel die Arbeitskraftsituation lösen müssen. Ich habe nämlich heute, bevor wir diese Veranstaltung haben, auch einen Betrieb besucht. Und ich habe da wahrgenommen, dass sehr viele Rumänen hier arbeiten. Irgendwann werden die vielleicht nicht mehr kommen wollen. Dann werden wir darüber nachdenken, wo wir dann Arbeitskräfte herkriegen. Wie kriegen wir das organisiert, dass die sich hier auch wohlfühlen? Ich habe im Moment den Eindruck, das klappt ganz gut. Aber da müssen wir uns die Zukunft angucken. Ich habe mitgenommen, dass ein Gemüseanbauer nicht vergleichbar ist mit einem Milchviehbetrieb, dass es da sehr wohl Differenzen gibt, die man auch beachten muss, und dass ich die natürlich mit nach Brüssel nehmen werde, die Vorschläge, die wir heute hier erarbeitet haben. Was hätten Sie jetzt direkt für ein Anliegen an die EU? Was für Änderungen stehen beispielsweise an? Ja, die Änderungen, die bei der EU anstehen, ist die Neuauflegung bzw. die Veränderung der GAP-Reform. Und das ist für uns immer ein Punkt, da, wie schon gesagt, wir an dem Markt teilnehmen, uns einige besondere Hürden auferlegen. Und hier müssen wir schauen, wie wir am besten damit umgehen können. Heute Abend ging es ja darum, um eine Prozentzahl von 7, wo eventuell Land stillgelegt werden soll. Was halten die Landwirte von der Vorderpfalz? Was sagen die dazu? Bei den Pfälzer Landwirten ist es so, sie halten davon überhaupt nichts, weil es in unserem besonderen Fall geht es ja darum, Fläche ist nicht vermehrbar. Und da wir ja auch die Fruchtfolge einhalten, in unserer Produktion brauchen wir eigentlich die vorhandene Fläche, die in der Vorderpfalz ja nicht sehr groß ist. In anderen pfälzischen Gebieten oder in rheinland-pfälzischen Gebieten wie Hunsrück, Eifel, Westerwald etc. ist dieses natürlich eine ganz andere Situation. Es ist bei uns aufgrund der Wirtschaftsweise so nicht gegeben wie dort. Waren Sie jetzt zufrieden mit dem, was die Politikerinnen heute Abend gesagt haben? Sie wollten ja vor allen Dingen auch aus den Reihen der Landwirte Vorschläge haben, wie man eine Strukturreform umsetzen kann. Haben Sie das Gefühl, dass da was angekommen ist und dass da was Richtiges nach Brüssel kommt? Ja, ich denke, wir konnten unsere Forderungen, in Anführungszeichen Forderungen, unsere Bedenken gut äußern, und ich denke auch, dass Frau Ratus diese mit nach Brüssel nimmt. Allerdings ist es ja so, Brüssel ist eine sehr große Behörde, und inwieweit das da die pfälzische Landwirtschaft in diesem großen Konglomerat Berücksichtigung findet, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Dankeschön für dieses Statement. Und bei uns ist Hannelore Klamm, sie ist im Landtag für den Landkreis hier Rhein-Pfalz-Kreis. Sie wohnt hier in Mutterstadt. Sie hat auch geladen heute Abend zu diesem Diskussionsabend über die Agrarpolitik in Europa. Frau Klamm, es wurde auch kritisch über den Landtag hier berichtet von den Landwirten, dass die gesagt haben, ja, im Landtag, die wollen sogar 10% Fläche haben. Wie sehen Sie die Situation? Also ich habe das heute zum ersten Mal gehört, weil Landwirtschaftspolitik mache ich nicht. Ich mache Medienpolitik im Landtag und Europapolitik. Aber ich werde das natürlich mit nach Mainz nehmen und werde das vor allen Dingen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Landwirtschaftsausschuss bzw. in unserem Arbeitskreis Landwirtschaft besprechen. Ob dem wirklich so ist, ich weiß es nicht, kann es nicht beurteilen. Und es kam aus den Reihen der Landwirte heute Abend, nur um das klarzustellen. Und dann denke ich, wenn wir die 7%, wenn es schon schwierig ist, die 7% hinzubekommen, halte ich es natürlich für noch viel schwieriger, die 10% hinzubekommen. Und da muss man einfach nochmal drüber reden. Das wird mit Sicherheit so nicht gehen.